Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit Tekken 8, Fighter Season 8 und wir sind angekommen bei Wanna. Ich weiß leider nicht so richtig, wie man ihn ausspricht. The Taekwondo Master Hwarang remained determined to settle the score with his longtime rival, the missing Gene Kazama. He went to the Middle East in search of Gene, where he found and fought him in his devil form. But UN interference caused Hwarang to lose sight of him. He returned home and resumed training, only to hear of the Mishima Zaibatsu announcing the next entry in the King of Iron Fist tournament. Gene was still nowhere to be found, but Hwarang joined the tournament without a hint of hesitation. Nawara Kazama Jin, 이제 좀 적당히 도망치라고. The King of Iron Fist Tournament. Ich muss ja sagen, er ist mein absoluter Lieblingsfighter, also ihn feiere ich am meisten von Tekken. Jin ist auch richtig cool, so, der kommt gleich danach. Oder Lai ist auch geil. Es gibt verschiedene, Eddie und Brian oder so sind ja auch cool. Ein paar von den Frauen, da melde ich mir die Namen immer nicht so. Sarafina gab's, die war natürlich auch ganz cool. Jedenfalls, ich bin ja mit Tekken 3 eingestiegen, also ich feiere seit Tekken 3 im Prinzip Warner. Den finde ich einfach am coolsten, mit dem komme ich wirklich auch so am besten klar. Für meine Verhältnisse natürlich. Ah, shit. Na? Boah, jetzt wird hier wieder alles weggeblockt, oder? Jetzt wird hier echt alles weggeblockt von mir. Hier, komm. Ist halt noch ein Griff ab. Schönes Ding. Wie er in die Fresse getreten hat, das war schon hart. Er kommt natürlich auch mit dem Motorrad. Und dreht hier noch eine Runde. Okay, zum Warmwerden war das schon mal ganz gut. Ey, hiernach nehme ich ja auch noch den nächsten auf und das ist einfach Jack. Das wird hart. Das wird einfach. Nein. Shit, jetzt kommt. Ah. Ey, er hier mit seinem Pop-Suit, das sieht schon so aus, als wenn der hart blocken kann. Da kommt. Noch weiter. Wer ist denn weg mit ihm? So, komm her. Zack, weg mit dir. Shit. Und weiter. Zack. Können wir hier noch nicht so. Ah, shit. Nicht so, fertig machen lassen. Das ist ja hier alles gleich. Und viel härter. Wenn nachher die anderen kommen. Die haben aber auch alle Muckis, ne? Die sind schon immer im Fitnessstudio gewesen. Seitdem sie geboren sind. Schönes Ding. Zack, zack. Boah, wie ein Backsmashed, ey. Ah. Oh, 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 er macht einen Special. Ouch. Alter. Aua, 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 aua. Wir hatten ihn ja fast. Jetzt kommt hier dieser. Alter, die Hälfte der Energie einfach weg. Nein. Das kann nicht dein Ernst sein. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich wollte gerade sagen, ey. Ein Schlag und wir kriegen den nicht gebacken. Wie das einfach die Hälfte abgezogen hat, ey. Wenn einfach immer dieser eine halbe Meter fehlt, so. Ach, das ist doch gut. Ey, du hast mich überhaupt nicht getroffen. Jo, danke. Ich hab am. Ja, alles klar, alles klar, alles klar. Darf ich auch nochmal? Meine Güte, ey. Wie der mich auf einmal rasiert hat. Das fühlt sich jetzt eher einfach so ein Special ein, ne? Nein, nein, ich hab's gewusst. Scheiße. Ich hab den Controller eben fast nicht gefunden, wie ich eigentlich drin wollte. Aber es war schon fies.
wie er mir da mit dem einen Ding da so viel abgezogen hat. Ey, dass man immer diesen einen Typen hat, der rumnervt. Gibt's nicht. Jetzt nervt er hier richtig rum oder was? Jetzt bin ich hier wieder nicht. Nein. Oh nein, 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 ich kann jetzt machen. Ich kann gar nichts machen. Ich konnte gar nichts mehr machen, ey. Es ist so zum Kotzen. Ja, come on, Alter. Ey, in der ersten Runde rasiere ich ihn hier weg und auf einmal geht mir gar nichts mehr. Ich hab gegriffen, zählt nicht, okay. Bam. Das ist noch einmal. Bam. Wir müssen halt taktisch vorgehen hier, ne? Alter. Okay, so viel zum Thema taktisch. Oh, du nutzt deine. Wieso läuft das denn jetzt hier gerade überhaupt nicht? Ah, nach Hause. Boah. Ist das hart. Zack. Schönes Ding. Ja, Mist. Ich will nur antäuschen und einfach so stehen bleiben. Nein. Ist doch mit dem hier ab. Feierabend. Ey. Ja, das nervt mich schon wieder, dass ich die zwei Kämpfe da verloren habe. Ich bin schon wieder zu kotzen. Spielen da über ihre Verhältnisse? Weißt du, gut bist du nicht. Wow. So wild. Oh, nee. Doch. Hat ganz gut hingehauen. Ja. Shit. Nein, unten. Okay, aus Bild gekickt. Asuka ist natürlich auch sehr gut. Fuck. Schönes Ding. Ah, jetzt kommen wir in die Verteidigungsnummer hier. Okay. Nochmal. Aber sie ist wieder ein bisschen anders drauf. Also sie ist mir schon wieder deutlich leichter weg, als wir es vorher mit Feng gemacht haben. Naja gut, jetzt hatte sie kurz ihre Blocknummer wieder. Dann wäre sie ja schon weg gewesen. Und dann sind wir auch schon im Finale. Wer darf sein? Jing? Bist du angeflogen? Steve. Okay. Können auch Brüder sein, oder? Schönes Ding. Weg mit dir. Okay, den Move kenn ich nicht. Oh, der war krass. Oh nein. Weg. Aber sind die vielleicht auch so ein bisschen Pendant zueinander, sag ich mal? Weil der Warner kann ja wirklich sehr gut treten. Und der andere kann halt einfach sehr gut schlagen. Oder hauptsächlich schlagen. Oh, das gibt's nicht. Können wir jetzt hier mal ein bisschen aus dem Weg kicken oder so? Okay, auch wirklich nicht. Nein! In dem Moment tut er sich einfach. Mit dir ins Kreuz getreten. Feierabend.
Ja, die Story zwischen den beiden würde mich auch mal brennend interessieren. Weil das ist für mich eigentlich so ein Verhältnis wie Son Goku und Vegeta in Dragon Ball oder so. Weißt, dass die sich eigentlich gar nicht so sehr hassen, wie sie eigentlich denken. Dass sie eigentlich cool sind miteinander. Und in Tekken 3 gibt es ja auch dieses Video, wo Wanan eigentlich so ein bisschen, also ähnlich wie hier, der gewinnt halt das Turnier, hat diesen komischen Pokal und dann rettet er doch Jin so halb, naja, er rettet ihn nicht richtig, aber er macht die Gegner da doch irgendwie platt. Und Jin haut doch dann, also der wird doch zu Devil Jin und haut dann ab, irgendwie so war das, glaube ich. Ja. Na gut, eure Gedanken wie immer sehr gerne in die Kommentare. Beim nächsten Mal gibt's dann Jack 8. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei und bis dahin sage ich einfach mal ciao.